Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder in Minecraft drin und zeige euch in den nächsten Folgen und in dieser Folge, wie ihr einen kleinen Server erbauen könnt. Dabei geht es jetzt nicht um was für ein Server, also ob es ein Minigame-Server ist, ob es ein City-Build-Server ist, sondern ihr sollt einfach mal sehen, wie man sowas aufbaut mit einem Shop und Rängen und einem Spawn natürlich auch. Und in dieser Folge komme ich zum Spawn. Und was ihr, bevor ihr die Welt erstellt, in den Einstellungen machen könnt, ihr könnt in den Einstellungen natürlich für den Standardspielmodus kreativ machen. Ja, wir können ja mal kreativ so und dann überleben so. Dann sind wir trotzdem eher kreativ so. Dann würde ich auf friedlich machen. Dann Mitglied, das heißt, dass sie Rechte haben. Dazu komme ich gleich nochmal, wenn wir den Spawn gebaut haben. Dann Koordinaten anzeigen. Feuer breitet sich aus und TNT explodiert. Machen wir aus. Dann können wir hier sofortiger Respawn anmachen. Dann Sheets aktivieren. Dann immer Tag und Inventar behalten und Wetterzyklus ausmachen. Genau. Das sind jetzt erstmal die Einstellungen, die ich habe, und jetzt kommen wir direkt zum Spawn. Ich würde gerne so einen Spawn machen, der dann einfach hier so ein bisschen Muster erstmal hat. Wir müssen natürlich erstmal den Spawn-Punkt festlegen. Das ist dann der hier. Wie man das macht, da drückt ihr einfach die rechte Pfeiltaste, geht dann auf dieses Slash und dann Welt Spawn-Punkt setzen. Genau, und dann Fake einfach, dann ist der Spawnpunkt gesetzt. So, dann können wir hier so eine Treppen darum machen und dann schick aus. So, dann könnten wir hier zum Beispiel so hier machen und dann kommt der hier so dahin, damit es halt auch ein bisschen Muster hat. So, ist jetzt ein schon etwas größerer Spawn, aber das kann man ja ruhig mal machen. Wenn man dann viel Zeug am Spawn dann machen will, zum Beispiel Informationen und so weiter. So, dann bauen wir jetzt erstmal hier so außen rum. So, gut, dann kann man hier noch den Boden so hier. Macht man hier, kann man sich dann Diamantblöcke oder sowas raussuchen, damit man, also ihr könnt den Spawn natürlich anders machen, aber ihr sollt wissen, dass in dem Spawn sollte man schon Arbeit reinstecken, weil er ja das erste ist, was der Spieler sieht, halt auch der erste Eindruck ist vom Spieler auf diesen Server. Also solltet ihr den schon gestalten, wie es euch gefällt, aber auch dann so, dass es erstens anderen gefällt und es sollte halt nicht so lang. Ich mach's hier mal jetzt schnell, aber ich habe einen Spawn schon öfters gebaut. So, genau, und dann kann man jetzt, Entschuldigung Schwein, kann man hier jetzt so eine Linie hier ziehen. Einmal hier so rum. So, und dann kann man hier dann Wasser reinfüllen. Dann müsste man das hier natürlich jetzt alles hier auswählen. So, dann kann man das hier dann alles wegmachen. Man kann natürlich auch, wenn es einem nicht gefällt, ohne Wasserbecken machen. Aber mir gefällt immer so ein kleines Wasserbecken. Genau. So, dann am besten noch die Wände ersetzen, weil ich sehe ganz, ganz viele Server. Da sieht man am Spawn noch so Dirt.
in so einzelnen Stellen. Also der Spawn ist dann so schön gestaltet, aber dann sieht man immer noch so die kleinen Ecken. Da passt halt nicht dieses Braun. Deswegen machen wir das jetzt hier mal so. Und dann kann man hier, wenn man halt will, hier mit dunklen Prismarinen. Dunklen Prismarinen finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Deswegen verwende ich den auch ganz oft. So, jetzt zu den Leuchtfeuern. Da macht ihr das am besten im Sneaken. Weil ihr merkt, so hier kann man es nicht machen, weil man sonst in... wenn man sonst da in dieses Menü reinkommt. Deswegen am besten im Sneaken machen. So. So, und damit der Spieler da jetzt nicht andauernd in dem Wasser drin hängen bleibt, können wir, wo ist es? Hier hinten Soul Sand, also Seelensand nehmen. Den jetzt hier hinten jetzt runter. Das müsste eigentlich funktionieren. Genau, und jetzt so. Bleibt man hier so an der Oberfläche. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Dieses Feature. Jetzt heben wir das hier nochmal aus. Und nur zur Info, ihr könnt das Ganze auch mit dem Soul Center gerade eben auch mit Magma machen. Magma hat aber genau den Gegeneffekt, weil Magma so zieht einen runter. Das hat man dann auch manchmal in einem See, dass der in Minecraft in einem See hat man das dann oft, dass man dann wegen dem Magma da runtergezogen wird. Wenn ihr den normalen Effekt von Soul Sand nicht kennt, ihr werdet darauf halt langsamer, als würdet ihr sneaken. Aber ich finde es cool, dass es diesen Effekt hier halt gibt. So, jetzt. Genau, dann, was ich gerade gemeint habe mit dem Mitglied, dass man das am Anfang so machen kann, weil man natürlich was machen kann, so, dass der Spieler trotzdem keine Rechte hat. Man kann den ja zum Beispiel durch ein Command in einen bestimmten Spielmodus setzen, wo er halt nicht bauen kann, nicht abbauen kann, aber trotzdem Mitglied ist, also dass man sich nicht extra darum kümmern muss, dass der dann Rechte bekommt, dass er also direkt losstarten kann, wenn er dann wenn er zum Beispiel in den Kampf geht oder Farm geht oder was weiß ich, dass dann in der Farmwelt wieder ein Command-Block ist, wo er dann in Überleben gesetzt wird. So. Aber mit dem Mitglied dann, das kommt erst in der nächsten Folge, weil ich zwei Teile vom Spawn mache, weil es schon lange dauert hier, das zu bauen. Also das ist das erste Video, es kommt dann noch ein zweites Video hier zu dem Spawn. Und danach werden dann so nochmal Shops und Scoreboard und sowas alles kommen, was man dann am besten verwendet. Jetzt baue ich das hier noch fertig. So. Nein. Bedrock. Das war gerade ein Fehler. So. So und so. Und so, jetzt sind wir hier mit dem Pool fertig und in der nächsten Folge zeige ich euch dann das mit dem
mit den Spielmodis, wie man den dann ändern kann für einen einzelnen Spieler. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.